Ja, ich denke, dass wir 2-0 in Führung gegangen sind, das Spiel weitestgehend im Griff gehabt haben und ja, dann wieder, wie so oft in der Saison war, eine Unaufmerksamkeit wieder zugelassen haben und so sind wir wieder, haben wir den Anschlusstreffer wieder bekommen und haben wir gemerkt, dass so ein kleiner Bruch wieder drin war. Ja, und die gelb-rote Karte ist natürlich, wenn man dann in Unterzahl spielt, ist natürlich, ja, ist nicht ganz so einfach, aber die Mannschaft, aber wir haben das super hinbekommen, haben den Sieg dann eingefahren. Ist ja klar, dass wir uns eine Menge vorgenommen hatten, dass wir auch seit 5 Monaten mittlerweile ohne Auswärtssieg waren. Das ist natürlich in den Köpfen drin. Dann war das sehr befreiend, dass wir da mal 2 recht schnelle Tore geschossen haben. Das hat uns sicher sehr geholfen auf dem Weg zum Sieg. Da sah das ja wirklich auch aus, als wenn das ein bisschen einfacher werden würde, womöglich, als wir es erstens erwartet haben und zweitens sich dann leider letztlich rausstellte. In der Unterzahl dann tatsächlich, die ja relativ lange war, würde man sagen eine halbe Stunde, hat unsere Mannschaft das ja, glaube ich, wirklich klasse gelöst und mit unheimlich viel Leidenschaft dagegen gehalten und sich dann diesen Auswärtsdreier, den ersten seit Mitte Mai, unglaublich für unsere Verhältnisse, sich auch wirklich verdient hat. Schwer zu sagen. Also wir haben ja momentan echt das Problem, wir gewinnen einfach nicht. Oder nicht mal mit einem Unentschieden schaffen wir. Ja, nach dem 2-0 sind wir gut zurückgekommen mit dem Anschluss noch vor der ersten Halbzeit. Hatten noch ein paar Möglichkeiten. Aber weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das ran das mehr liegt, ey. Wir reden natürlich permanent über solche Sachen, die wir gar nicht kennen. Nämlich, dass wir noch keinen Auswärtssieg hatten und dass wir noch nicht ein einziges Mal zu Null gespielt haben diese Saison. Letztes Jahr oder in den letzten Jahren war gerade die Defensive, glaube ich, wirklich die Basis unserer Erfolge, dass wir 3-mal den Titel geholt haben, immer mit ganz, ganz wenigen Gegentoren, mit Gegentorrekorden. Und in diesem Jahr klatscht es jedes Mal mindestens einmal und häufig eben oder fast immer auch selbst verschuldet. Und sowas setzt sich in den Köpfen halt auch fest. Und natürlich fährst du hier, hast reichlich Anreise nach Hugenbergen, Dreiviertelstunde, Stunde und denkst drüber nach, wieder auswärts und sicher ist unsere Auswärtsbrust nicht so breit gewesen. So natürlich, also alles andere ist gelogen, dass man hier hinfährt, wird schon. So ist es im Moment eben nicht. Das müssen wir uns wieder erarbeiten. Ja, wir müssen hart arbeiten und so schnell wie möglich da rauskommen noch. Und am besten vor der Winterpause die Abstiegsränge verlassen. Das muss ein Ziel sein auf jeden Fall.